Samuel hat vom Feuer gesprochen. Das passt zum Beginn. Weil die Eva ist eine begnadete Musikerin und sie hat uns einen Song mitgebracht und da geht um das Thema Entscheidung. On va commencer cet enseignement avec une chanson d'Eva qui s'appelle Le Feu. Das Feuer, so heißt der Song. Und wir hören den gleich zu Beginn. Jetzt geht's um alles, so wie es jetzt war, war's noch nie. Jeder Schritt, den ich gehe, schreibt Geschichte, auf der ich steh. Wege kreuze, Wege trennen sich und sehen tiefer in die Gesichter, die vor mir stehen. Von Menschen, die mich ansehen und die anderen, die nicht weitergehen. Es liegt in meiner Hand, ob ich's jetzt einfach mach. Red mein Leben lang schon davon. Das Feuer ist da und es fehlt einfach nur mein Ja. Weitergehen, weitersehen, weiterspüren, dich berühren, tiefer sehen, mich verstehen, weniger zu denken, den Sprit auftanken, weiter wanken, nicht abschleppen lassen, wie oft hab ich mich schon selbst verloren. Doch diesmal ist es anders, weil mein Ja, es ist besonders, es ist meins und nicht deins, es ist echt und nicht fake. Burning all up inside of me, begging me to make a decision about what life to lead. All my intuition is telling me that it's time to be motivated, chasing the dream like it's the lottery. I'm not in it to win it, I wanna change hearts. Little hard work and I know the journey will pay off. Got me feeling small but I know that I serve a big God. Feeling like a rocket, I'm burning, ready to take off. Burdened with the message of hope for a generation I know that really need you the most. Anticipation it grows, I'm feeling ready to go. But I need you to show me every step of the way, cause I can do it alone. Break me for the hearts of the lonely. Shape me with a love that is holy. Breathe life in every word that I speak. I give it all to you, lay it down at your feet. Hallo, das Feuer ist da! Und es fehlt einfach nur mein Ja. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Schön, bei euch in der Schweiz zu sein. Ich bin wirklich bewegt von dem Adorai-Festival von den letzten zwei Tagen. Ich habe schon so viel sehr oft am Kizu Live von dem Festival gehört und ich muss sagen, es ist unglaublich, eure Gemeinschaft zu spüren, eure Einheit zu spüren und ich freue mich sehr, da sein zu dürfen. Ich wurde schon vorgestellt, mein Name ist Eva, ich arbeite im Zentrum Johannes Paul II. Und habe dort die Ehre, Worship leiten zu dürfen, unter der Leitung von Father George. Und ihr habt gerade einen Song von mir gehört, das war das Projekt, das ich die letzten 7 Monate gemacht habe, auf das ich mich zu 100% fokussiert habe. Unter anderem, weil ich mich mit dieser großen Frage auseinandergesetzt habe, für was ich in meinem Leben mein großes Ja geben möchte. Und ich auch gemerkt habe, dass es so herausfordernd für mich war, dieses Ja zu geben. Und ich habe im Februar diesen Song geschrieben, das Feuer ist da, weil ich jemand bin, der es liebt, für etwas zu brennen und auch wirklich für etwas brennen kann. Aber es mich immer wieder kostet, eine Entscheidung dafür zu treffen, mein hundertprozentiges Ja dafür zu geben und nicht wegzulaufen. Deswegen freue ich mich wirklich, heute hier sein zu dürfen mit dem Thema mutig Entscheidungen treffen. Ja, und ich bin der Pater George. Ich bin der persönliche Sekretär und Taxifahrer von der Eva.
Und ich freue mich auch wahnsinnig, wieder mal da zu sein jetzt nach vielen, vielen Jahren. Und im letzten Tage eben durfte ich schon mit einigen von euch da sein. Ich bin Kanadier, aber auch schon ewig lang in Wien. Und gemeinsam mit der Eva auch arbeiten zu dürfen und mit vielen anderen in unserer kleinen Gemeinde, jetzt so ungefähr 300 Personen hat, meistens junge Leute, ich bin ungefähr der Älteste, der dort ist. Und es ist einfach ein echtes Geschenk. Und besonders jetzt gerade über dieses Thema mit der Eva zu reden, weil wenn man wüsste, darf ich sagen, oder? Also wenn man wüsste, wo die Eva stand vor nicht so lange Zeit, also gut 5, 6, 7 Jahren und wie sie jetzt Entscheidungen trifft und nicht nur 100.000 Ideen hat, sondern wenige Dinge auch durchzieht, das ist echt wirklich sehr schön zu sehen, nicht? Auch wie du gewachsen bist. Und noch aus einem anderen Grund bin ich sehr, 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 sehr dankbar zum Herrn, dass wir jetzt gemeinsam hier stehen dürfen, weil das war halt gerade mit am Anfang, als du gestartet hast mit dem Worship-Leiterin, ging es ja ein kleines Problem mit deiner Stimme, aber vielleicht sagst du etwas dazu kurz. Nur kurz, also ich bin seine persönliche Assistentin und Taxifahrerin, um das jetzt klarzustellen. Scherz. Es war sehr interessant. Ich war einen Monat im Zentrum Johannes Paul angestellt als Worship-Leiterin. Ich war die erste Angestellte, die wir im Zentrum rekrutiert haben. Und ich hatte im April, in der Osterwoche, eine Operation an der Schilddrüse. Karfreitag, genau. Und ich hatte eine Zyste auf meiner rechten Schilddrüse. Und es war eine Routine-Operation, aber bei mir nicht. Und zwar wurde mein Stimmnerv an meiner Zyste berührt. Und der Stimmnerv ist hier, also sehr in der Nähe von der Zyste. Und ich bin aufgewacht und ich konnte nicht mehr sprechen. Und auch der HNO-Arzt hat mir gesagt, dass er nicht weiß, ob ich je wieder singen kann. Und ihr müsst euch halt vorstellen, das war einfach Karfreitag, Karsamstag und Ostersonntag. Also ich habe wirklich so etwas verloren. Ich bin innerlich in dieser Osterwoche definitiv mit etwas gestorben, weil für mich Musik wirklich zu dieser Zeit alles war. Also das war für mich das, auf was ich alles gebaut habe und meine Stimme das Kommunikationsmittel schlechthin für mich war. Ja, und ich habe dann trotzdem weitergeleitet. Es war ganz interessant, Worship zu leiten in einer Gemeinde ohne zu singen. Das ist eine unglaublich berührende Erfahrung, weil es geht nicht darum, ob du singst oder was du tust, sondern es geht wirklich um die Haltung, wie du an etwas rangehst. Und es ist für mich immer wieder eine Ehre, meine Stimme verwenden zu dürfen und jetzt auch diese EP geschrieben zu haben und diesen Song jetzt auch hier einfach mitnehmen zu dürfen, weil meine Stimme wieder da ist, wie ihr seht. Ich habe immer noch ein gelähmtes Stimmband, das wird wahrscheinlich bis zum Lebensende bleiben und dennoch verwendet mich der Herr. Also ich glaube, ich bin unperfekt, aber er macht es dann trotzdem irgendwie gut. Ich glaube, das ist gerade auch das Beeindruckende, oder zu sehen, wie Gott durch unsere Unzulänglichkeit auch arbeiten kann und oft sogar will genau das machen. Nicht? Und das ist echt sehr schön. Ja, das ist wunderschön. Ja, und was machen wir jetzt? Wir haben gedacht, wir reden mit euch oder versuchen so 10, wir haben es mal genannt, 10 Regeln für eine gute Entscheidung oder mutige Entscheidung oder 10 Tipps für eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob das irgendwo erscheint. Super. 10 Tipps für dein Jahr, danke, super. Und wir fangen gleich mal einfach mal an. Wir schauen mal, wie das geht. Ich glaube, wir beginnen gleich mal mit dem ersten. Das, was wir uns überlegt haben, ist, dass Father George ist, ihr müsst wissen, ich glaube, ich wäre nicht hier, wenn Father George nicht so ein guter Leiter wäre. Wir haben uns überlegt, ein konkretes Projekt zu nehmen, damit man an einem konkreten Projekt sieht, was für Kämpfe oder was für Herausforderungen ein Jahr zu geben entstehen können. Und in dem Sinn einfach diesen Song zu produzieren. Ihr hört diesen Song, denkt euch, ah ja, voll nett, hört sich vielleicht gut an, ah, nicht so meine Stilrichtung. Aber für mich war das ein uranstrengender Prozess. Das hat jetzt 2,5 Jahre gedauert, bis das jetzt fertig ist. Und wir haben uns gedacht, dass Father George einfach die wirklichen inhaltlichen, theoretischen Tipps gibt, und weil er da einfach unglaublich gut ist.
und ich dazu einfach immer ein konkretes Beispiel aus diesem Projekt nehme, wie das in meinem Alltag ausgesehen hat. Also wie ich mit genau so einem Tipp. Man sieht es nicht immer nur über die ganz großen Entscheidungen, sondern auch anhand einfach von einem Projekt. Ich glaube, wir fangen einfach an. Ja. Und das erste Gebot sozusagen von einer guten Entscheidung oder das erste, was wir anschauen wollten, war, kann ich zum nächsten Slide gehen, bitte? Und zwar, lass die Oma am Leben. Und zwar, was ich damit meine ist, manchmal, wenn wir Entscheidungen treffen und überlegen, was soll ich machen, da gibt es objektive Werte ins Spiel. Da geht es eigentlich überhaupt nicht darum, eine Unterscheidung zu machen, was ich jetzt machen soll. Was ist eh klar ist. Ich brauch nicht irgendwie lange herum überlegen, ob ich meine Oma umbringen darf oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Also, da gibt es manchmal einfach objektive Dinge, die einfach ganz klar sind, aber in einer gewissen Situation nicht mehr so ganz klar sind. Nicht? Also, wenn ich ein freiwilliger Mitarbeiter bin für ein Haus, das arbeitet mit Drogenabhängigen und boah, wir brauchen echt Geld und so und dann auf einmal treffe ich einen Unternehmer, der mir eine Spende geben würde, aber ein bisschen gekoppelt mit etwas, was Steuerbetrug irgendwie angeht, auf einmal ist dieser objektive Wert nicht mehr ganz so klar und wir sehen nicht mehr ganz so klar, nicht weil irgendwie alles irgendwie neblig wird, weil boah, das ist echt gut, diese Spende, nicht für diese Sache. Und genau, und das ist der erste Punkt. Ich glaube, einfach zu schauen, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, gibt es hier objektive Werte, hat es irgendwas mit den 10 Geboten zu tun? Ja oder nein, zum Beispiel, nicht? Oder mit den Werten von uns als Christen aus dem Evangelium, nicht? Vielleicht könnt ihr euch erinnern, es gibt einen berühmten Amerikaner, der hieß Martin Luther King Jr. und hat diese sehr bekannte Predigt-Talk gehalten in Washington, I Have a Dream Speech, aber er hat unter anderem auch ein sehr schönes Brief geschrieben aus dem Gefängnis, wo er sagt, es gab mal eine Zeit, wo die Christen nicht Thermometer der Gesellschaft gewesen sind, sondern Thermostat. Es gab mal eine Zeit, wo sie nicht einfach wiedergespiegelt haben, was die Gesellschaft eh schon macht. Die haben nicht einfach wiedergespiegelt die Temperatur thermometermäßig, sondern Thermostat, dessen Funktion ist ja, die Temperatur zu regeln. Die Christen waren so, dass sie die Temperatur geregelt haben und ihre Werte, das Evangelium hat begonnen, die Gesellschaft zu prägen. Und das, glaube ich, hat immer diesen Bedarf, nicht zu schauen. Gibt es ja Objektives ins Spiel, nicht? Und ich glaube, du hattest da ein Beispiel auch von deinem Leben oder von diesem Projekt dazu. Und zwar, sowas zu produzieren, kostet Geld. Und wahrscheinlich seid ihr schon Young Professionals und arbeitet schon. Aber um so Projekte zu machen, braucht man immer auch bestimmte Finanzen, um das zu finanzieren. Ich hatte die Finanzen für dieses Projekt nicht und das war für meine Verhältnisse viel. Deswegen gab es die Möglichkeit für eine Stiftung, wo ich das Projekt präsentieren konnte. Und ich hatte einen Kontakt zu der Stiftung und dachte mir so, ja, wow, das wird sicher richtig gut funktionieren, weil ich habe da so Connections und ein bisschen Vitamin B. Und ich habe mich extra voll ins Zeug gelegt. Ich habe ein richtig cooles Video gemacht und habe das vorgestellt, habe viel mehr gemacht, wie ich eigentlich hätte machen sollen. Und habe aber in der Präsentation des Projektes viele Dinge reingeschrieben, die nicht unbedingt so ganz klar waren, sondern ich habe es ein bisschen schwammig formuliert und mir gedacht, ja, ich schiebe das jetzt so, dass es vielleicht irgendwie ein bisschen cool klingen kann, aber ohne, dass ich es vielleicht ehrlich wollte, sondern ich hatte einfach gedacht, boah, das wäre urcooles Geld, ich kann damit das jetzt produzieren, kann dann vielleicht einfach auch noch Dinge machen, die ich mir vielleicht nicht finanzieren könnte und das Jahr wäre locker, ich müsste dann nicht irgendwie von meinem Geld das alles zahlen. Das Gute, ich habe zwei sehr, sehr gute Freunde, die älter sind wie ich und die haben dann einen Abend, bevor ich das abgeschickt habe, nochmal alles mit mir durchgerechnet. Und dann hat mich der Markus gefragt, ja, was willst du jetzt eigentlich? Und dann musste ich ihm halt sagen, ja, also mein Ziel ist, dann, 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 dann. Und er hat gesagt, ja, das steht aber nicht da drin. Und ich habe gesagt, ja, aber weißt du, das ist so eine Stiftung, deswegen muss ich das halt genau so formulieren, damit das so passt. Und er hat gesagt, Eva, was willst du? Und er hat halt alles mit mir an diesem Abend umgerechnet. Alles.
alles. Er hat alles genau an diesem Sheet so gestellt, dass es richtig und korrekt war. Und ich habe mich dann einfach da irgendwie voll eingelassen auf das, weil ich ehrlich herausfinden wollte, was mein Ziel mit diesem Projekt war. Eine Woche später habe ich ihn weinend angerufen und gesagt, ich habe die Stiftung und das Geld nicht bekommen. Und ich habe dann einfach auch diese Unterstützung nicht bekommen. Heute bin ich unglaublich glücklich, dass ich das Geld nicht bekommen habe. Ich habe mir viele Sachen von dem selber finanziert, eigentlich 80%. Ich habe viel mehr gearbeitet, ich habe viel mehr gespart. Und auf dem Weg, das noch zu machen, ist noch etwas wirklich Schönes passiert. Ich war auf einem Seminar und eine Freundin, die von alleine zu mir gekommen ist und gesagt hat, oh Eva, ich finde dein Projekt so cool, ich möchte einfach monatlich was überweisen, war auch an diesem Wochenende dort. Und dann hat sie gesagt, ja, wow, also die Eva, die hat so ein Projekt. Und ich habe dann ganz spontan ein kleines Konzert gegeben. Und wir haben dann einfach Leute an diesem Abend auch was überwiesen. Was ich damit sagen will, ich habe nicht etwas erzwungen, was ich hätte erzwingen können, weil ich hätte diese ganze Schieberei bis jetzt durchziehen müssen. Und das wäre richtig anstrengend gewesen. Ich hätte mich immer wieder an diesen Antrag ein bisschen so umlehnen müssen und es hätte nie so klar sein können. Aber ich habe mich einfach dank einem guten Freund, der mir das auch rückgemeldet hat, dann für das entschieden, was ich eigentlich wollte. Ganz klar. Und es ist viel schwieriger gewesen, aber jetzt ist es viel klarer. Und wenn ich jetzt sozusagen dahinter stehe, kann ich sagen, es war von meiner innerlichen Haltung echt und ich habe mich nicht verstellt. Ja, also danke für das, Eva, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist halt echt manchmal schwierig, einfach straight zu sein, oder? Es ist einfach schwierig, in der Wahrheit zu bleiben und doch ist es so ein Abenteuer. Und es macht uns so frei, nicht wie Jesus ja auch sagte, wenn wir in der Wahrheit bleiben, bleiben wir frei und werden wir die Wahrheit wählen, nicht werden wir frei werden. Ich denke auch an uns in unsere, ja, das Zentrum Johannes Paul, wir wachsen sehr, wir haben gerade ein Hotel gekauft, das ist riesig und jetzt kommt eine kleine Krise in Ukraine dazu und auf einmal haben wir 65% Kostensteigerung und sagen, ah, und gerade diese Themen, nicht, dass man da irgendwie dann Mittel sucht, Dinge macht, die halt nicht straight sind und doch, du weißt, der Herr wird es segnen, wenn du straight bleibst, nicht? Also die Entscheidungen einfach, also das wäre das Erste, vielleicht könnten wir zum nächsten Slide gehen. Und zwar geht es hier darum, dass wir von unseren Fehlern lernen wollen. Und ich glaube auch da, gerade wenn man Entscheidungen trifft, wir haben so einen Spruch auf Englisch, der heißt, if you keep doing the same things, you will keep having the same results. Also wenn du immer das Gleiche machst, wirst du auch die gleichen Resultate haben. Und manchmal ist es halt so, oder, dass man immer wieder das Gleiche trotzdem macht. Man macht immer wieder das gleiche Ding und man lernt nicht so unbedingt immer von seinen Fehlern. Und ich glaube, das ist einfach ein wichtiger Aspekt, wenn man überlegt, okay, nicht, was kann ich von meiner Vergangenheit lernen? Auch, ich denke da auch in meinem Fall, ich bin ewig lang schon in Wien und also 10 Jahre lang habe ich versucht, so pastoral tätig zu sein mit Teenagern. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und habe nicht gemerkt, dass eigentlich der Herr unsere Arbeit mit Universitätsstudenten super begonnen hat, ansatzweise zu segnen. Und so quasi, als hätte Gott hier drüben hier eine Welle gebaut, dass wir nur hätten lernen müssen zu surfen. Und hier drüben versuchte ich aber die ganze Zeit, meine eigene Welle zu bauen. Meine Welle ist cooler, der Herr, als deine irgendwie. Nein, das war gar nicht absichtlich, aber es hat einfach nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt, dass Gott hier etwas macht, Und wollte es nicht wahrhaben. Ich wollte halt mein Ding durchziehen und bin gefühlt jede Woche 2-mal auf die Nase gefallen dadurch, aber habe einfach nicht gelernt. Und es brauchte halt diese, weiß nicht, aber ewig lange, sodass endlich der Herr mich aufrütteln könnte und sagt, hallo, das funktioniert nicht. Wie oft muss ich dir noch das zeigen? Wie viele Jahre willst du noch hier in Wien verbringen? Und mit 3 dysfunktionalen Kleingruppen nach 10 Jahren. Und irgendwie, wisst ihr, was ich meine? Also manchmal irgendwie, weiß nicht, wir sind da nicht so wahnsinnig lernbereit. Und der Herr möchte uns aber helfen, nicht? Und zu schauen, okay, wenn du Entscheidungen triffst, bin ich immer wieder bereit, auch zu schauen, zu reflektieren, was hast du mal gemacht aus der Vergangenheit und wie kannst du daraus lernen? Mich macht dieser Punkt sehr demütig, weil wer macht schon gerne Fehler?
Und wer gibt gerne zu, dass er einen Fehler gemacht hat? Also ich tue mir da urschwer und es ist jetzt auch nicht etwas, was mir einfach fällt. Ich bin dankbar, dass ich gute Freunde habe, die dann immer urliebevoll auf mich schauen und mir immer wieder auch sagen, wenn das es ist und nicht weglaufen. Aber vor allem bei diesem Projekt, das ist ein Projekt, was entstanden ist, weil ich vorher ganz oft immer wieder Sachen aufgezogen habe und 100.000 Fehler gemacht habe. Ein zum Beispiel Fehler, der sich bei mir immer wiederholt hat, war, ich hatte so viel Motivation, aber ich hatte kein Durchhaltevermögen. Ich war so, wow, hey, ich habe da so eine Idee. Willst du das machen? Stell dir vor, wir machen so einen Song oder wir machen so ein Konzert. Und ich hatte auch verschiedene Bands. Ich habe ausprobiert ganz viele Sachen in Richtung Funk und Soul und im Worship habe ich auch viel gemacht. Und wenn man vor allem so einen Stil findet, probiert man sich aus. Und die Sache war, dass ich immer Sachen angefangen habe. Vater George kann ein Lied darüber schreiben, irgendwann mal. Aber das Coole ist, dass ich gemerkt habe, ich kann nicht immer Sachen anfangen. Ich glaube, ich würde es nennen mein Feuer. Genau, also dieses, wenn man mich kennt, weiß man, ich kann so schnell on fire sein für was und für etwas mitbrennen. Aber die Frage ist, wie bleibt diese Flamme dann auch wirklich beständig? Und dann zu sehen, okay, also ich kann nicht jeden Monat eine neue Idee kreieren. Ich habe mir dann zum Beispiel ein Ideenbuch geschaffen. Also ich besitze ein Ideenbuch und in dieses Ideenbuch kommen alle meine Ideen. Da sind ganz viele drin, die ich irgendwann mal gern machen würde. Aber vielleicht sind sie auch nicht für mich. Ja? Aber ich habe aus diesem Fehler gelernt, immer wieder Ideen zu haben und das Gefühl zu haben, ich muss sie jetzt umsetzen. Und dann habe ich gesagt, nein, ich muss nicht alle Ideen umsetzen, weil ich bin nur die Eva, ich bin jetzt nicht alle und ich muss auch nicht alles sein. Aber das zu erkennen, war voll herausfordernd. Aber als ich mich dann für das eine entschieden habe und mein Ideenbuch immer noch weiterführe, das ist richtig cool, weil ich habe dann manchmal vielleicht auch so zündende Ideen für andere Leute, aber ich muss sie nicht umsetzen, ja? Sondern ich habe sie halt einfach vielleicht als Inspiration. Aber ich hab gelernt, okay, nicht immer 100.000 Ideen, sondern fokussiere dich auf eine. Und eine zweite Sache, die ich auch mit euch teilen möchte, dieses wirklich immer wieder dankbar sein. Meine Schwester, die ist ein unglaublich großes Geschenk. Und ich habe gemerkt, manchmal ist es so herausfordernd für mich und das ist auch etwas, was ich in meinen Prozessen, weil die Fehler, die machen wir immer, wenn wir auf einem Weg sind, sind immer auf einem Weg eines Prozesses. Und immer wieder dieses, du machst etwas und du feierst es nicht, wenn es mal gut ist. Sondern ich war dann immer, ja, aber das könnten wir vielleicht noch anders machen. Und ich hatte nie diesen Moment der Dankbarkeit, zu sagen, wow, okay, das ist jetzt so cool. Ja, ich lehne mich jetzt einfach mal zurück. Ich mache jetzt eine Woche mal keinen Kommentar, was ich vielleicht noch ändern will, sondern ich feiere das. Und aus dem hat sich auch mein Herz verändert. Und das sind meine konkreten Fehler, wo ich einfach merke, dass sich meine Prozesse jetzt verändern. Aber ich möchte euch auch sagen, weil ich bin eine von euch, Vater George ist so der weise Ältere, ich bin, finde ich, eine von euch. Das ist eine der Sachen, die mir wirklich schwer fallen. Weil das bedeutet, ich muss an mir arbeiten und nicht, ich kann die Schuld jemand anderem geben. Und oh, er ist jetzt schuld, weil ich den Fehler gemacht habe. Nein, ach, da muss ich mein Trainingsprogramm machen und sagen, okay, Eva, it's time. Und ich muss mich also zusammenreißen. Deswegen, aus Fehlern zu lernen, ist eigentlich ein richtig großer Key. Und er sollte uns nach oben heben und nicht runterdrücken. Ja, genau. Und da bringt uns gleich zum nächsten Punkt, wenn man die nächsten Slide bitte zeigen könnte. Und zwar ist diese Gedanke, frage mal die anderen, nicht? Weil die manchmal ab und zu gute Ideen haben. Du hast jetzt ein bisschen eh schon darauf hingewiesen, aber ich glaube, es ist auch etwas, das einfach enorm hilft. Nicht? Der Aristoteles sagte schon, wenn du eine Entscheidung triffst, frag mal einen Weisen. Nicht? Das ist die ganze Idee hinter diesem What would Jesus do? Oder? Das ist die ganze Frage, was würde ein weiser Mensch in dieser Situation machen? Und
Natürlich ist es auch cool, den Herrn zu fragen im Gebet. Also ich glaube, das ist das Erste, was wir immer wieder machen sollten, nicht what would Jesus do? Aber dann auch ruhig mal auch andere Leute mal zu fragen, nicht was like what would you do? Und den Demut zu haben, mal deine Idee oder deinen Entscheidungsprozess jemand mal vorzubereiten, weil es einfach extrem hilfreich sein kann. Es kann einfach einen Blickwinkel mir geben, den ich sonst nicht hätte. Und besonders für natürlich größere Entscheidungen, mal andere Leute zu fragen. Ich glaube, auch dazu hattest du noch eine Idee, oder? Der Herr hat mir zwei sehr, sehr gute Freunde gesendet. Ich weiß nicht, ob ihr auch gute Freunde habt, falls ihr das Gefühl habt, boah, ich wünsche mir echt eigentlich einen Best Friend. Betet dafür. Ich habe auch für gute Freunde gebetet. Das ist wirklich ein Geschenk. Aber ich glaube, dass das für mich am prägendsten war, auch für dieses Projekt, dass ich sie gefragt habe um ihre Meinung, aber dass ich sie auch beobachtet habe, wie sie konkret in Situationen umgehen, an ihrem Vorbild. Beide sind älter wie ich, beide sind verheiratet, jeweils mit einer anderen Person. Und ich habe einfach gesehen, boah, die rennen jetzt nicht weg, wenn es schwierig wird. Du hast so gut gestern über dieses Thema, dass es manchmal Leidensbereitschaft braucht, wenn wir uns für etwas entscheiden. Und es nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern es manchmal auch uns etwas kostet. Und das Anstrengende war, das ist ja was sehr Künstlerisches. Und dann ist man schon etwas sensibel, weil das ist halt Musik. Ich weiß nicht, was für Projekte ihr habt, wenn man Beziehungen hat oder grundsätzlich, wenn man arbeitet, das hat ja immer was mit mir zu tun oder mit meiner Person. Und dann zu jemand anderem zu gehen und zu sagen, also ich habe dieses Projekt und ich würde das genau so und so machen, was würdest du sagen? Und da möchte ich euch einfach echt sagen, es gibt Menschen, denen dürft ihr den Raum geben, in euer Leben zu sprechen. Aber es wird auch Menschen geben, die sagen, boah, das ist urde Bullshit, was du da machst. Sorry, das Wort. Das passt überhaupt nicht. Und ich glaube, wir können andere Leute fragen und es ist wichtig, aber letztlich gehst du weiter. Also letztlich entscheidest du, wie du weitergehst. Aber nur zu sagen, boah, ich weiß alles besser, ist voll herausfordernd. Und der Song zum Beispiel wäre nicht so geworden, wie er geworden wäre, wenn ich nicht meinen Produzenten im Boot gehabt hätte und ihm um Meinungen gefragt hätte. Wenn ich nicht andere Musiker im Boot gehabt hätte und sie um Meinungen gefragt hätte. Ich habe einen Rapper eingeladen, das heißt, ich habe ihn nochmal um meine Meinung gefragt. Das heißt, ich hatte einen kleinen Kreis an Menschen, denen ich eine Autorität gegeben habe, mitzugestalten. Und das hat mich bereichert. Weil ich durfte ihnen Feedback geben und sie durften mir Feedback geben. Und somit war es etwas voll Schönes, was Nähe, Beziehung und auch Vertrauen geschaffen hat. Ich würde gerne noch eine Sache unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Und zwar, du selber bist derjenige, der weitergeht. Nicht? Also dieses andere Fragen darf nicht dazu führen, dass ich die Verantwortung abgebe. Amen. Weil die Verantwortung ist letztendlich meine Verantwortung. Nicht? Und gerade, wir haben es auch gestern kurz erwähnt, manchmal in kirchlichen Kreisen kann das auch eine Gefahr sein, zum Beispiel geistige Begleitung. Nicht? Sieht man dann als eine Art Spiritual Guru, der mir jetzt sagen soll, was ich tun sollte. Ich habe mal gehört sogar von einem Priester, und der leider danach wirklich abgestürzt ist, das sagen wir so. Und es fing an mit, wo ich von Leuten gehört habe, sie haben gesagt, was würde Pater so und so sagen? Und ich sage, oh Gott. Also, wenn Sie eine Entscheidung getroffen haben, haben Sie sich gefragt, was würde der Pate so und so sagen? Ich habe mir gedacht, ich dachte, das ging um, what would Jesus do? Nicht, was würde Vater so und so sagen? Also, das war eine super schlechte Situation, nicht? Weil man gemerkt hat, die Leute sind in ein Abhängigkeitsverhältnis gekommen von diesem Priester. Und das ist super schlecht, nicht? Und das kann natürlich auch mit Freunden passieren, das kann mit anderen Menschen passieren, dass ich die Verantwortung abgebe. Die Verantwortung ist meine. Aber es wäre nur dumm, auf der anderen Seite nicht andere Leute zu fragen, meine Meinung zu bereichern, sodass ich aber am Ende, wenn ich das alles gehört habe, selber die Entscheidung treffe. Genau, das wollte ich noch gerne betonen. Vielleicht gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar,
Just do it. Just do it. Nicht dieses sei beweglich, weil manchmal auch hier, wir haben immer mehr Möglichkeiten und 100.000 Dinge, die du tun könntest, aber wenn wir immer, und das haben wir auch gestern kurz angesprochen, wenn wir immer alles offen halten wollen in unserem Leben, da werden wir, zum Beispiel, ich denke, soll ich in ein Kloster gehen und irgendwie Ordensschwester werden? Es gibt diesen Scherz in der katholischen Kirche, nicht mal einmal Gott weiß, wie viele Ordensgemeinschaften von Frauen es gibt in der Welt. Dann bin ich 95 und habe immer noch keine Entscheidung getroffen, wenn ich mir alle erstmal anschaue. Nicht? Das heißt, ich kann ewig lang diesen Entscheidungsprozessen halt machen. Ich werde niemals heiraten, ich werde niemals irgendeinen Job machen, schon vielleicht irgendwie. Aber irgendwann musst du auch sagen, hey, ich gehe jetzt einen Weg. Und das ist sehr befreiend, paradoxerweise. Nicht, dass wir eine große Freiheit spüren, wenn wir, like, just do it. I mean, mach's auch einmal. Und ich glaube, was uns manchmal daran hindert, weiß nicht, wie es euch geht, manchmal dieser Perfektionismus oder du hast der Angst, du verfehlst was oder dann kann ich das andere nicht machen. Nicht? Und wenn ich eben mein, für die Insider-Joke von denjenigen, die gestern dabei gewesen sind, wenn ich meinen Whopper esse, dann kann ich mein Big Mac nicht essen. Nicht? Das ist, und das ist irgendwie urschade, weil wir dann irgendwie Dinge nicht wirklich anpacken und tun und machen. Genau. Ich glaube, ich gehe mit diesem Projekt, diesen Song zu schreiben und diese Pi zu schreiben, schon 5 Jahre lang schwanger. Und das ist einfach zu lang. Weil man ist grundsätzlich 9 Monate schwanger und dann macht man einen Schritt und nicht 5 Jahre. Was ich damit sagen will, ist, dass es manchmal wirklich herausfordernd ist, wenn man sich nicht einfach auch traut, einen Schritt in eine Richtung zu gehen. Weil man dann auch gar nicht spüren kann, ist es vielleicht gar nicht die richtige Richtung oder ist es vielleicht doch die richtige Richtung? Das heißt ja nicht, dass ich sofort dieses Projekt jetzt 1:1 heiraten muss und sagen muss, das ist mein Projekt für immer und ewig. Aber trotzdem gehe ich einen Schritt darauf zu. Und was wirklich so befreiend für mich war, dass es mir in einem Moment egal war in diesem Gehen, was jetzt die anderen sagen werden. Und das war aber immer meine allergrößte Angst in dem Just Do It. Okay, wenn ich es jetzt wirklich mache, was werden dann die anderen sagen? Wie wird das dann ausschauen? Und es wird so herausfordernd sein. Und ich glaube, einfach indem ich es einfach mal gemacht habe und gegangen bin, hat sich für mich was verändert. Und ich habe Erfahrungen gemacht, die wirklich mein Leben verändert haben. Ich bin jetzt wieder im Zentrum Johannes Paul und ich gehe jetzt wieder einen Weg, wo ich merke, ich habe mich dafür entschieden und es war meine Entscheidung und ich habe es gemacht. Und ich glaube, wie oft, ihr müsst jetzt nicht aufzeigen, sitzen wir vor Instagram oder vor YouTube oder vor irgendwelchen sozialen Kanälen, denken uns, boah, das, was der macht, ist so cool. Aber wir scrollen einfach weiter. Oder vielleicht auch, also ich kann das wirklich sagen, ich mache jetzt gerade Fiat und es ist seit 2 Jahren bei mir sehr, sehr anders. Aber ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich schon eine Zeit hatte, wo ich mir sehr schwer getan habe, nicht jeden Tag vielleicht eine Netflix-Serie zu sehen. Und es für mich immer einfacher war, in einer anderen Welt mitzuleben, wie es wirklich selber in eine Aktivität zu gehen. Und das sage ich deswegen, weil ich einfach merke, dass ich so viel happier bin jetzt gerade, wo ich aktiv etwas machen kann oder aktiv auch Dinge tue und nicht nur passiv zuschaue. Und ja, das bedeutet, ich bin mehr angreifbar, weil ich mache mich auch verletzlich, indem ich etwas teile. Aber die Frage ist, ich könnte jetzt immer noch zu Hause in Wien sein, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sein. Dieser Song wäre wahrscheinlich nie fertig geworden. Dieses Projekt wäre wahrscheinlich nie fertig geworden. Und ich würde mir das wahrscheinlich im Livestream zu Hause anschauen und mir denken, oh. Und ich glaube, wenn ich hier in diesen Raum schaue, ich will gar nicht wissen, wie viele Talente hier verborgen sind, wie viele unglaublich talentierte, starke Charaktere, Menschen, die Visionen haben, hier sitzen. Und ich möchte dich einfach echt ermutigen, du musst nicht gleich den riesengroßen Schritt machen, aber manchmal ist einfach ein kleiner Schritt wirklich verändernd. Auch das würde ich gerne nochmal betonen, weil zum Beispiel, wenn ich denke, gerade seid, ich glaube, die meisten von euch seid bei Adora dabei und habt große Visionen und Hoffnungen für die Schweiz und was
Gott auch durch euch machen kann, nicht? Und manchmal denkt man dann, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Projekt haben, das muss das Projekt, perfekte Sache sein, nicht? Und ich suche dann in meinem Herz, wofür brenne ich in der Welt und was ist meine heilige Unruhe so quasi? Mhm. Und bis ich das aber gefunden habe, bewege ich mich nicht. Und auch da würde ich diesen mir gefällt auch da ein Spruch sehr gut, it's easier to move a moving car, to steer a moving car than a parked one. Also man kann viel leichter ein Auto steuern, das in Bewegung ist, statt eins, das geparkt ist. Und das heißt, einfach manchmal ist es gut, zum Beispiel in diesen freiwilligen Bereich, ja? Also wenn ich denke, wo könnte ich mich freiwillig einbringen, im Weinberg des Herrn, irgendwann mal was auszuprobieren, nicht? Und zu schauen, vielleicht gibt es da Charismen, Talente, Begabungen, die du hast in diesem Bereich, vielleicht aber auch nicht, super, dann weiß ich, okay, abgehakt, das ist vielleicht nicht so gut, schaue ich in eine andere Richtung, aber ich bin unterwegs und bin nicht geparkt, weil aus der Parkposition herauszusteuern ist einfach mühsam. Genau. Nächster Punkt bitte. Und jetzt kommen wir zum, wir haben es mal genannt, herunterbrechen oder einfach deinen Verstand zu nutzen, wenn du Entscheidungen triffst, weil wir das auch manchmal vielleicht gerade in christlichen Kreisen auslassen. Und die Gnade baut auf die Natur auf. Das heißt, Gott arbeitet ja mit unserem Verstand und er hat uns unseren Verstand gegeben, nicht? Und dann, weiß nicht, ich habe eigentlich jemand, dem es sagen könnte, eigentlich ist es ganz klar, aber ich gehe zum Herrn, bitte Herr, ich brauche eine Erleuchtung. Aber vielleicht möchte der Herr mir einfach sagen, nutz mal deinen Kopf, nicht? Was sind meine Motivationen dahinter? Was wären die Konsequenzen? Wie habe ich gehandelt in der Vergangenheit? Was kann ich von anderen lernen? Was sind die verschiedenen Bereiche in dieser Sache, die zu tragen kommen? Also ich beginne es auseinanderzunehmen, deswegen diese Idee von herunterbrechen und zu analysieren, nicht? Was ist jetzt hier zu tun? Und auch das sollte eben, wenn wir Entscheidungen treffen, besonders wichtige Entscheidungen, nicht zu kurz kommen. Wenn wir von manchen Dingen jetzt gerade reden, dann ist es natürlich nicht, okay, es ist Freitag und ich glaube, ich würde gerne den Herrn irgendwie ein kleines Opfer schenken. Soll ich jetzt 5 Löffel Zucker in meinen Kaffee reinhauen oder nur 2? Darum geht es nicht. Ja? Das ist eine andere Art von Entscheidungen, sondern halt Entscheidungen, die ein bisschen komplexer sind und größer und schwieriger sind. Dieses Herunterbrechen kann man vielleicht auch nicht immer alleine. Also ich habe konkret mir eine meiner besten Freundinnen zur Seite genommen und habe sie gebeten, kannst du mir vielleicht helfen? Es ist einfach zu viel. Ich weiß jetzt gerade nicht, was jetzt der nächste Step ist. Und das Coole ist, wir haben uns hingesetzt einen ganzen Nachmittag und wir haben alles aufgeschrieben und ich musste 9 andere Projekte auf die Seite schieben und ein Jahr lang nicht machen, um dieses eine Projekt zu fokussieren. Und das war für mich so schwer, weil ich so eine kleine Tausendsasserin bin und so gern viele Dinge mache und natürlich niemanden enttäuschen will. Vor allem, ich habe ein ganzes Jahr im Zentrum keine Musik gemacht, was urherausfordernd war, sondern war einfach nur da. Und manchmal ist es wirklich wichtig, dass wir konkrete Sachen runterbrechen. Also wirklich ganz praktisch. Wie viel Zeit hast du dafür, für das, was du machen möchtest? Wie sind die Umstände gerade? Vielleicht, wenn es jetzt konkret ein Projekt ist, wie ist deine finanzielle Lage? Wenn es vielleicht beziehungstechnische Fragen sind, dass du auch fragst, okay, wie schaut dann konkret die Zukunft aus? Dass man nicht einfach nur denkt, ja, wow, das wäre so cool, wir haben so viel Freude und ich wollte das immer schon gern machen, sondern wirklich ganz rational einfach mal die Sachen runterbrechen. Und dann auch konkret vielleicht versuchen zu formulieren, wie kann das ausschauen? Und nicht einfach nur denken, es wird schon irgendwie gehen. Weil wenn wir Entscheidungen treffen, ist es dann auch wichtig, wenn wir zurückblicken, okay, ich hatte die und die und die Motivationen und so waren die Umstände und ich habe mich auch konkret wegen solchen Sachen entschieden. Und ich finde, dass das dann, wenn du dann auf dem Weg bist und du vielleicht zu zweifeln anfängst, immer wieder hilft, wenn du zurückschaust. Genau. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, bitte, nächsten Slide. Suche das Meer. Das ist eine Idee von Heiligen Ignatius von Loyola. Er spricht über dieses Latein Magis oder Magis. Und der Grund dahinter oder was er damit
eigentlich meint, ist, wir sind ja Abbilder Gottes, Gott ist Liebe, das heißt, der Mensch ist Abbild der Liebe und das heißt, er wird sich nur finden, realisieren, verwirklichen als Mensch in dem Maße, dass er liebt. In dem Maße, dass er ein Egoist ist und nur an sich selber denkt, lebt er am Leben eigentlich vorbei. Und das heißt, je größer meine Liebe ist, desto mehr werde ich auch verwirklicht als Mensch, nicht? Werde ich mich mehr realisieren als Mensch, werde ich mich selbst immer mehr auch finden. Und daher, wenn ich eine Entscheidung treffe, ist es auch gut zu überlegen, hilft mir das, in diesem Meer zu wachsen? Nicht? Werde ich dadurch stärker innerlich? Was macht das mit mir? Suche ich da das Größere oder bin ich zufrieden mit Mittelmäßigkeit? Nicht? Eine meiner Lieblingspredigt, heute feiern wir, eigentlich ist es ziemlich cool, hast du das gemerkt? Heute ist der Festtag von Johannes Paul II. Und wir kommen vom Zentrum Johannes Paul II. Also irgendwie lustiger Zufall irgendwie. Aber eine meiner Lieblingspredigten von ihm ist aus Fulda, wo er zu uns Priester mal geredet hat. Und er sagte, natürlich spricht der Mensch zu Gott sehr oft aus seiner Schwäche heraus. Ich denke an Jeremia, ich bin zu klein, das schaffe ich nicht. Also wie soll ich Prophet sein, ich bin zu jung und so. Und er sagt, das ist natürlich die Haltung vor dem Menschen, vor Gott. Nicht zu sagen, ich bin schwach, ich bin klein, ich schaffe das nicht. Aber, und dann sagt er, ja, aber manche Menschen würden gerne die Schwäche des Menschen, seine Unzulänglichkeit fast zu einer Art Menschenrecht machen. Fast zu einer Art Menschenrecht deklarieren. Als wäre die Schwäche des Menschen das letzte Wort über den Menschen. Und dann erinnert er uns, in Christus aber hat der Mensch ein Anrecht auf seine eigene Größe. Und die Welt und die Kirche und die Menschen haben ein Anrecht auf solche Menschen, die durchdrungen sind von dem Geist Gottes, der die Liebe ist, der die Liebe ja ist und der uns wirklich verwandeln kann. Und der mit etwas Großes mit jedem von uns machen kann. Und das nicht aus dem Blickfeld zu verlieren, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen. Ist das, was ich tue, ja, bringt es mich auch weiter in der Jüngerschaft? Komme ich da weiter in der Nachfolge des Herrn? Wachse ich dadurch durch die Liebe? Hilft es mir, voranzukommen? Nicht? Hilft es mir, mehr in der Liebe zu wachsen? Und was bewegt es in der Welt auch? Also dieses Mehr zu suchen, ich glaube, ist ein ganz wesentlicher Punkt auch in der Entscheidungsfindung, gerade für uns als Christen. Nicht, dass wir ein Beispiel geben von was es heißt, irgendwie halbwegs durch das Leben zu kommen und mit Mittelmäßigkeit zufrieden zu geben, sondern das große Meer zu suchen. Nicht, manchmal sind wir da am Rande des Meeres und sehen das schöne Meer und dabei hier gibt es eine Pfütze und man ist begnadet sich oder man ist zufrieden, in der Pfütze herumzubaden, statt das große Meer zu suchen, wofür wir eigentlich geschaffen worden sind. Nicht? Und manchmal hat man vielleicht Angst davor, aber diesen Schritt zu wagen, zu sagen, nein, ich entscheide mich für das Größere, für das Meer. Also Meer in mehreren Sinnen. Ich habe ein Konzert gegeben und das war alles genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Es gab genau den richtigen Ablauf. Ich habe super cool geprobt. Ich habe mich sehr gut darauf vorbereitet. Es war ein Freund, der wirklich, ich liebe mit ihm auf der Bühne zu stehen, weil er nämlich auch super gut Schlagzeug spielt. Und ich hatte einfach, das Konzert, was ich vorbereitet habe. Und ich bin dann von der Bühne runtergegangen und ich war so leer. Und ich dachte mir so, was ist jetzt passiert? Ich habe alles vorbereitet, ich habe die Musik gemacht, die ich gerne machen wollte. Ich habe es genauso vorbereitet, wie ich das auf dem Professionalitätslevel, das ich einfach für mich wollte. Und ich habe alle Häkchen abgehakt. Und ich bin dann danach nach diesem Konzert habe ich gemerkt, so, ich muss jetzt 4 Tage lang in die Stille und bin dann einfach nach diesem Konzert 4 Tage lang auf die Kinderalm. Ich weiß nicht, ob ihr die kennst, die ist in Salzburg und habe mein Handy abgedreht, ich habe Instagram abgedreht, ich habe alles. Das ist ein Kloster. Ja. Das habe ich gesagt. Nein, einfach nur, das ist halt, niemand weiß, was das Kinderalm ist. Genau, die Kinderalm ist ein Kloster. Nur stimmt, die Kinderalm ist ein Kloster mit sehr kontemplativen Schwestern. Und ich habe meine Zelle bekommen und ich war dort ganz alleine. Und das ist für mich
so berührend war an diesen 4 Tagen, ist, dass ich wieder mal gemerkt habe, dass es um so viel mehr geht, wie dass ich jetzt Musik mache oder wie dass ich jetzt da vielleicht irgendwie ein Konzert gebe oder wie dass jetzt vielleicht da ein Song von mir gehört wird und mich das eigentlich im Endeffekt überhaupt nicht im Kern glücklich macht und mich das überhaupt im Kern auch nicht durchtragen würde, sondern es war so, wow, ich bin Teil von etwas Größerem und einfach zu wissen, dass ich Teil von etwas Größerem bin und ja so mich einfach so auch immer wieder ausrichten möchte auf Gott mit dem, was ich mache und dass das einfach eine Form ist, in dem Sinn jetzt konkret bei mir, Musik eine Form ist, wie ich mit ihm kommuniziere, hat mir einfach unglaublich wieder einen tiefen Blick und einen Sinn gebracht, warum ich das mache. Und ich glaube, wir können uns voll oft immer wieder verlieren in dieser Situation, weil wir vielleicht die Sachen dann auf das reduzieren, was wir halt machen. Also auf das Handwerkliche, wenn du jetzt ein Projekt hast oder eine Beziehung hast und du denkst, ja, es geht jetzt nur darum, dass du in dieser Beziehung bist. Nein, aber es geht wirklich viel, es geht, wenn du tiefer schaust, immer um etwas viel, viel Größeres. Und das Besondere war an diesen 4 Tagen, dass ich dann wieder in dieser Zelle war und Gott mich gefragt hat, Eva, wenn du irgendwann, es war nämlich dieses Evangelium von der Offenbarung, wo die Tür ist und er einfach beschrieben hat, okay, es kommen, einige werden durch die Tür gehen. Und er mich gefragt hat, willst du durch diese Tür kommen? Und wenn du mich irgendwann mal sehen wirst und wenn wir uns irgendwann mal begegnen werden, was willst du dann genau mit deiner Musik bewegt haben? Und das war wirklich ein Moment, der sehr herausfordernd war, weil ich gemerkt habe, was ist eigentlich wieder im Kern? Und auf der anderen Seite hat er wieder alles gefüllt, weil ich gemerkt habe, oh, es geht halt eben nicht darum, dass ich jetzt auf der Bühne stehe, sondern es geht um wirklich etwas ganz, ganz anderes, aber es ist eine Form für mich weiterzugehen. Ja. Also Amen. Also ich glaube, das ist gerade das Meer, um was es letztendlich geht, ist Gott. Nicht? Und deswegen, ich glaube, das immer wieder im Hintergrund zu haben, wenn wir uns entscheiden. Danke. Vielleicht könnte man zum nächsten Slide übergehen. Und zwar, hier steht, sei nicht selbstbezogen. Ich kann mich erinnern an eine Predigt von Johannes Paul II., die ich wünschte, ich könnte sie jetzt abspielen, weil es öfters auch schon natürlich über das, was er gesagt hat, aber vor allem auch, wie er es gesagt hat, weil du gemerkt hast, da war mehr dahinter. Das war nicht nur bla bla bla, heiße Luft, ein paar Worte, nicht, sondern es war einfach total authentisch. Und er hat sich erinnert und er sagt, er wollte gerade als jungen Leuten, ich glaube es war in Guatemala, zu Jugendlichen im Fußballstadion, wo er gesprochen hat über dieses, es lohnt sich nicht für den Mensch, sich für den Menschen einzusetzen. Und er hat ihm immer wiederholt, nicht, vale la pena. Vale la pena, Pastor, früher, nicht? Und er hat gesagt, es lohnt sich für den Menschen sich einzusetzen, es lohnt sich für den Menschen da zu sein, es lohnt sich sogar für den Menschen zu leiden, um das Leiden eines anderen zu mildern. Und es lohnt sich, weil der Mensch eben nicht der Mensch ist, der einfach mal geboren ist und dann irgendwie aufwächst und dann irgendwann mal heiratet und dann einen Job hat und dann irgendwann mal sein Haus abgezahlt hat und dann in die Rente geht und dann stirbt und das war's. Sondern es lohnt sich, weil der Mensch Abbild Gottes ist, berufen für eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Und wenn ich davon wirklich überzeugt bin, wenn ich was zu den kleinsten von diesen gemacht habe, wenn ich jeden einzelnen Menschen in die Augen schaue und weiß, da ist so viel mehr dahinter, als er oder sie überhaupt selber glaubt, nicht? Das ist so viel mehr dahinter, da ist etwas so unglaublich Fassbares, Kostbares in diesen Menschen drin und dieser Mensch sieht es selber vielleicht gar nicht. Und wie schön ist es, wenn es Menschen gibt, die auf dich schauen und du siehst durch ihre Augen etwas von der Art und Weise, wie Gott dich anschaut. Nicht, wo wir Menschen anschauen und du sagst sozusagen, der Spiegel, den ich anschaue,
durch diese Augen, ich sehe da die Augen Gottes, die mich voll annehmen, die mich voll lieben und nicht einfach deswegen, weil sie jetzt sagen, du bist ein kleines armes Würstchen und du kannst eh nichts und ich mache jetzt alles für dich, sondern weil dieser Gott weiß ja, zu was ich fähig bin mit seiner Gnade und was er in mir und durch mich für diese Welt machen möchte. Und wie genial wäre es, wenn es Menschen gibt in der Welt, die genauso ihre Mitmenschen anschauen und sogar die Feinde, sogar die Leute, die mir auf die Nerven gehen, jeden Menschen mit diesem Blick, der erhebt, der inspiriert, der aufbaut, nicht wie genial das ist. Und ich glaube, wenn wir Entscheidungen treffen, es ist einfach urschade, wenn wir nur auf uns selbst schauen. Der Vater, Pater Johannes Lechner, den vielleicht manche von euch kennen, war in Genf viele Jahre, deswegen weiß ich nicht, ob wir so in Schweizer Kreisen so rum ist von den Johannesbrüdern. Ich sagte zum Beispiel im Thema der Berufungssuche, sagte manchmal das größte Problem, das er sieht in dem Problem der Berufungssuche, ist, und das ist jetzt ein hartes Wort von ihm, aber ist der brutale Egoismus und die Unfähigkeit zu leiden. Der brutale Egoismus und die Unfähigkeit zu leiden, weil ich nur für mich selbst lebe. Das wollte er überhaupt nicht sagen, dass jeder ins Kloster gehen sollte. Also das bitte jetzt nicht falsch verstehen. Aber es geht darum, nicht wenn ich meine Entscheidung treffe, was ich mache, wo ich hingehe, was ich tue, ist der Christ nicht nur auf sich selbst schauend. Werde ich heiraten, werde ich diesen Job machen, mache ich diese Mission, mache ich diese Arbeit, mache ich das? Ist der Christ sagt sich nicht einfach nur, okay, wo kann ich mich am besten verwirklichen? Stell dir vor, du heiratest jemand mal und du bist vor dem Altar und sagst, okay, ich heirate dich jetzt, sodass du mich glücklich machst. Also mein Lebensprojekt besteht darin, dass du mich jetzt glücklich machen musst. Hä? Also hat jemand irgendwas gar nichts verstanden, nicht? Und ich glaube nochmal trotzdem, das ist vielleicht unbewusst, es ist vielleicht nicht schlechter Wille, aber es gibt einen amerikanischen Bischof, der heißt Father Bishop Robert Barron, und er spricht immer von diesem the buffered self. We have to break through the buffered self. Wir sind irgendwie eine Gesellschaft geworden, wo jeder so individualistisch in seiner eigenen Welt lebt und es geht letztendlich nur um mich und alles andere ist dazu, um mich zu dienen. Und das ist jetzt ein hartes, eine herausfordernde Sache, aber Jesus sagt ja, ich bin gekommen, nicht um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen, um mein Leben hinzugeben für viele. Und paradoxerweise ist das ja, was uns glücklich macht, weil wir Abbilder Gottes sind und Gott die Liebe ist und ich mich nur so finden kann und nur so verwirklichen kann. Also ich glaube auch da die Einladung natürlich an mich selbst persönlich, in erster Stelle aber auch an euch alle und an uns, gerade hier in der Kirche in der Schweiz wieder, also da auch neuen Hauch nicht des Geistes hinein zu fließen zu lassen in diese Welt, braucht es Menschen, die bereit sind, in ihren Entscheidungen nicht nur auf sich selbst zu schauen. Genau. Wow, was soll ich da jetzt noch dazu adden, Anatolisch? Das ist auch wieder, finde ich, gar nicht so einfach für mich als Musikerin, weil man sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt, weil man halt einfach was kreiert. Und aber dann aber in diesen Momenten frei zu werden und zu merken, letztlich geht es einfach, das ist wieder Kinderalm-Situation, geht es einfach überhaupt nicht um mich. Und was mich so berührt hat, einfach auch die letzten zwei Tage, war jetzt ihr als Lobpreisteam, einfach zu sehen, wie ihr da oben seid und wirklich so mit diesem Herzen den Herrn lobt und preist. Oder auch gestern bei dem Theaterstück, großes Kompliment an euch. Also man hat einfach wirklich gemerkt, dass ihr mit dieser Sprache der Kunst wirklich überhaupt nicht euch präsentiert habt, ja, sondern es war so berührend zu sehen, dass ihr Werkzeug wart, dass ihr in dieser unglaublich dienenden Haltung wart. Und manchmal fällt uns das schwer, weil wir haben halt Bedürfnisse, wir haben halt Sehnsüchte, die in uns drinnen sind. Aber ich glaube, letztlich macht uns das wirklich frei. Und in diesem Projekt war es für mich auch nicht so einfach, weil
für mich das eine sehr, sehr große Entscheidung war, auch zu sagen, dass ich wirklich voll diesen Fokus auf christliche Musik machen möchte. Wenn man auf einer großen Uni studiert, dann war das für mich wirklich eine Entscheidung. Aber ich habe gemerkt, es geht hier nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich so begeistert bin von Gott und ich möchte einfach Werkzeug sein für das, was er ist. Und deswegen geht es einfach sozusagen nicht darum, wie das jetzt als Musikerin von mir ankommt oder nicht in diesem konkreten Punkt, sondern ich bin einfach Werkzeug. Und ich glaube, das war für mich etwas sehr, sehr Großes, diese Erfahrung machen zu können und das auch abzulegen. Und ich möchte einfach wirklich ermutigen, ich glaube, es macht einen im Letzten, im Kern wirklich noch viel fähiger und freier weiterzugehen. Ja. Ich glaube, es ist eine gute Überleitung zum nächsten Slide, nächsten Punkt. Und zwar, wo wir... Ah doch, ne, wir haben noch einen Punkt dazwischen, okay. Aber es wird trotzdem eine gute Überleitung sein. Ja, also neben deinem inneren Zustand war eigentlich, ich würde fast diesen Punkt fast ein bisschen sehr schnell jetzt machen, weil wir haben ihn ausführlich gestern behandelt. Ja. Und es kann jemand nachhören, wenn er Interesse hat. Aber es geht darum, einfach, wenn ich eine Entscheidung treffe, vielleicht nochmal für alle, die gestern nicht dabei gewesen sind. Wir haben gesprochen, wie wichtig es ist, auch zu schauen, was in deinem Innersten zugeht. Und das hat schon auch sehr viel zu tun mit Unterscheidung von unseren Gefühlen. Nicht, dass Liebe in erster Stelle ein Gefühl wäre, aber dass Gott und aber auch ein anderer Geist manchmal gerade in diesen Gefühlsduselei und was halt in unserem Innersten passiert, da eine Sprache zu finden ist. Und ja, wir haben gestern über den heiligen Ignatius von Loyola besonders gesprochen, nicht, wo er spricht über dieses Trost und Trostlosigkeit. Und vor allem, was ich vielleicht heute nochmal einfach nur kurz betonen wollte, ist, dass in einem Zustand, wo kein Friede da ist, wo ich nicht klar sehen kann, wo ich vielleicht traurig bin, wo ich niedergeschlagen bin, wo ich das Selbstzweifel habe, wo dieser Ankläger kommt mit seinen, du bist nicht gut genug, du bist nicht jenes genug. Und dann, also in diese Gefühle, und diese Gefühle hängen auch ab von unseren hormonalen Schwankungen, ob es regnet oder ob die Sonne scheint, tausend andere Dinge. Aber diese geistige Welt, wir sind ja eine Einheit, spielt ja auch da oft das mit. Und vor allem, wenn in diesen Gefühlsdingen dann noch Gedanken kommen, wie die gegen die Hoffnung, gegen der Liebe und gegen des Glaubens sind, also weniger Vertrauen, weniger Zuversicht, weniger Hoffnung, weniger Liebe, dann weiß ich ganz 100% sicher, dass diese Gedanken nicht vom Herrn kommen. Mhm. Und wir haben gestern gesagt, dass der Engel des Lichtes sich manchmal verkleidet als ein Engel der Finsternis. Nein, genau, eben nicht so. Schau mal, wie jemand hier aufpasst. Sondern eher andersrum, also dass der Engel der Finsternis versucht, sich manchmal ein Engel des Lichts zu verkleiden, aber andersrum geht nicht. Gott verkleidet sich nie als ein Engel der Finsternis. Und deswegen weiß man mit diesem inneren Zustand, wenn ich jetzt, weiß nicht, Anklage bekomme, du musst jetzt, keine Ahnung, du überlegst jetzt irgendwas, irgendein Projekt zu machen und du kriegst aber alle Zustände, wenn du daran denkst und das für längere Zeit, dann solltest du sicherlich dieses Projekt nicht machen. Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott des Lichtes, ein Gott der Klarheit. Und ja, wenn es Trost gibt, wenn die Sonne scheint, wenn ich klar sehe, dann muss man manchmal ein bisschen näher hinschauen, weil, ja, was sind meine Motivationen und so weiter und so fort. Und ja, mehr Informationen da gestern im Vortrag. Aber ich glaube, es tut uns sehr wohl gut zu schauen, diese innere Welt wahrzunehmen einfach. Und manchmal sind wir so schnell unterwegs, ich weiß nicht, wie es euch geht, man steht auf, man läuft durch das Leben mit Hochgeschwindigkeit und nimmt sich vielleicht gar nicht die Zeit zu reflektieren über das, was meinem innersten Herzen geschieht. Was macht dieser Gedanke mit mir? Was macht diese Idee mit mir? Ja, vielleicht willst du da noch etwas dazu sagen. Nein, ich glaube, wir können weitergehen. Okay, gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, Be Free, haben wir hier im Hashtag Be Free, so heißt auch unsere Messe im Gottesdienst immer im Zentrum Johannes Paul am Samstagabend für Uni-Studenten. Und nicht
weil wir sagen wollen, okay, muss morgen nicht in die Messe gehen, weil heute Abend, also es war nicht die Idee dahinter. Aber also dieses sei frei in deinen Entscheidungen heißt, dass wenn du in Entscheidungen triffst, dass einerseits, dass es wirklich aus deinem Innersten kommt. Ich kann mich auch zum Beispiel nur einem Menschen schenken, in dem Maß, dass ich mich ja selbst besitze. In dem Maß, dass ich mich selbst in der Hand habe. Und daher sind rein zum Beispiel gefühlsbetonte Entscheidungen in der Regel keine guten Entscheidungen, weil sie überhaupt keine Entscheidungen sind. Weil für die Entscheidung brauche ich ja die Freiheit. Ich muss mich wirklich eben entscheiden, nicht? Und nicht nur einfach reagieren auf einen Juckreiz. Und daher also diese Idee der Freiheit, wirklich da zu schauen, okay, ich muss mich auch wirklich in der Hand haben und aus dem tiefsten Innersten handeln, wenn ich die Dinge tue. Und es ist interessant, dass jemand zum Beispiel, die heilige Edith Stein, eine Karmelitin, die in Auschwitz umgekommen ist, wird sagen, um sich selbst in die Hand zu bekommen, musst du von dir selbst loslassen. Um dich selbst in die Hand zu bekommen, musst du von dir selbst loslassen. Und warum? Es ist genau die gleiche Idee von Johannes Paul, wenn er sagt, du kannst nicht auf Probe lieben. Du kannst nicht auf Probe leben. Nicht, was in den Messtexten auch heute war, in den kleinen Büchern, die manche vielleicht hatten. Nicht? Weil du musst einen Schritt machen. Du musst einen Schritt setzen in der Liebe. Du kannst nicht mal ausprobieren, als ob. Du kannst auch nicht auf Probe sterben. Du kannst nicht auf Probe deine Leben. Das heißt, um wirklich Freiheit erfahren zu können, musst du auch von dir selbst loslassen. Weiß nicht, ob du dahin etwas hinein sprechen willst. Ganz kurz, ich glaube, da möchte ich einfach wieder zu diesem Punkt zurückkommen, den ich vorher schon gesagt habe. Ich entscheide ganz alleine frei und nicht jemand anders entscheidet für mich. Oder ich werde auch nicht, oder ich gebe auch nicht jemand anderem dann die Schuld, er hat für mich entschieden, sondern ich mache das sozusagen in dem Sinn, dass ich mit mir, also wirklich mit mir entscheide. Und ich glaube, ich habe hier in diesem Punkt einfach diese Erfahrung gemacht, dass es manchmal auch gut ist, so wie Vater George gesagt hat, vielleicht von einer Vogelperspektive auf sich selbst zu schauen und aus dieser Vogelperspektive sich vorzustellen, was wäre, das hast du am Freitag, glaube ich, gesagt, was würde ich mir jetzt selber sagen, wenn ich jetzt nicht direkt mit mir reden würde, sondern ich wäre jetzt meine beste Freundin, was würde ich meiner besten Freundin sagen? Aber ich mir. Und manchmal war es für mich voll herausfordernd, in diesen Zwängen zu sein, in diesem Vergleich zu sein von anderen, vor allem wenn du Musik machst. Es gibt so viele andere coole Künstler, aber letztlich entscheide ich mich für eine Richtung und bin auch frei darin. Und nicht im Vergleich oder nicht irgendwie in einem Zwang, sondern wirklich in einer Freiheit zu sagen, okay, I'm just doing it. Genau. Ja, dann vielleicht die nächsten Slide. Haben wir die zehnte Punkt. Und das ist dieses Schau auf deine Sehnsucht. Und Sehnsucht meine ich jetzt in einem ganz tiefen Sinne des Wortes. Nicht der heilige Johannes Paul II. Würde sagen, die tiefsten Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Die tiefsten Sehnsüchte des Menschen sind genau richtig. Ich kann mich erinnern an eine Situation, wo eine Studentin zu mir gekommen ist und musste so eine Stunde mit der U-Bahn und der S-Bahn irgendwie fahren, zu kommen und hat dann wollte halt über ein Thema reden und hat gesagt, Father George, weißt du, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Jetzt, es ging um ein sehr delikates Thema und man kann sehr schnell in ein Fettnäpfchen treten, nicht, und sehr schnell verletzend sein in manchen Bereichen, wenn man nicht aufpasst, wie man die Dinge sagt. Also ich habe versucht, sehr respektvoll zu sein, aber dann irgendwann mal zum Punkt zu kommen und zu sagen, hey, du bist jetzt eine Stunde hierher gefahren, um mir zu sagen, du fühlst dich nicht schlecht, wenn du das machst. Warum erzählst du es mir dann überhaupt? Und wäre es nicht interessant zu schauen,
was du wirklich in deinem Herzen hast, nicht was die andere Leute erwarten oder vielleicht dein Freund erwartet oder vielleicht irgendjemand anders erwartet, sondern was du wirklich in deinem Herzen hast, was du wirklich willst, und das Raum zu geben und das einen Freiraum zu schenken und danach dich auszurichten. Nicht? Gott ist nicht gegen unsere tiefste Sehnsüchte. Das ist genauso wie ich, als ich aus der Kirche ausgetreten bin und, wenn ich ganz ehrlich war, die ganze Zeit von Gott weggerannt bin eigentlich. Und aber in meinem tiefsten Herzen wusste, und das war ja der ganze Konflikt, dass ich merkte, mit meinem ganz tiefen Ich hat er mich berufen, einen Weg zu gehen. Und ich wollte zu diesem tiefen, ich hatte Angst, zu diesem tieferen, innersten Ich überhaupt abzusteigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal eben sind wir halt nicht bei uns selbst, sondern draußen, nicht? Oder im Morgen oder im Gestern oder bei, weiß auch immer, irgendwelche Sachen, aber nicht bei uns selbst. Und Gott wohnt in uns, den Innersten, nicht? Und er hat uns ja geschaffen, kennt die Gebrauchsanweisung von uns besser, als wir das selber tun. Und er möchte uns sehr helfen, nicht? Er ist nicht gegen unsere Sehnsüchte, sondern ganz im Gegenteil. Und es gilt halt auch darum, glaube ich, wenn wir wichtige, tiefe Entscheidungen zu treffen, wirklich hinzuschauen, was ist unsere tiefste Sehnsucht. Ich glaube, dass der 10. Punkt sehr gut mit dem letzten Punkt zusammenkommt. Und vielleicht können wir den letzten Punkt zeigen, weil der Gedanke für mich persönlich einfach... Es gibt nämlich doch noch einen 11. Punkt. Genau. Und zwar, bevor Vater George noch den Abschluss macht, glaube ich, meine Sehnsucht ist in dem Sinn einfach eine Tiefe, und dort hinschauen zu dürfen, macht einem manchmal vielleicht auch Angst. Angst kommt nicht von Gott, aber wenn du wirklich tief in dich reinschaust, wirst du auf einmal richtig verletzlich, weil das bedeutet, du siehst, für was du brennst. Und wenn du nicht verletzlich sein musst, dann bist du auch nicht angreifbar, weil dann geht's ja um nichts. Aber wenn es dann um diesen Punkt geht, dass du auf einmal wirklich deine Sehnsucht offenlegst, und öfter sind es viel tiefere Sehnsüchte, als nur etwas zu machen, sondern ich merke, manchmal ist es einfach diese tiefe Sehnsucht, auch so geliebt zu werden, verstanden zu werden, angenommen zu sein und zu merken, wow, ich will einen Unterschied machen in dieser Welt. Ich möchte mit dem, was ich gebe, mit dem, was wir geben, nicht einfach nur sein, sondern bewegen. Und zu wissen, dass, wenn wir diese Sehnsucht vor Gott tragen, eine große, noch größere Veränderung da ist, ist das, was mir in der heutigen Zeit Hoffnung gibt. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin eine von euch. Und es ist, finde ich, in der Zeit, in der wir leben, so viel Unsicherheit, dass ich mir so oft denke, wow, haben meine Sehnsüchte eigentlich wirklich noch Raum? Hat das, was ich mir so sehr wünsche oder träume oder mir irgendwie, ja, das ist einfach so schön, wenn das umgesetzt wird, kann das überhaupt noch sein? Darf ich das überhaupt noch denken? Und dann denke ich mir, okay, aber wenn es Gott gibt und wenn ich vor ihm Entscheidungen treffe, dann geht es ja nicht um die Unsicherheit der Zeit, in der wir leben, sondern dann geht es ja darum, dass er mich führt. Und wenn das bedeutet, dass es vielleicht eine unsichere Zeit gibt und ich trotzdem meine Sehnsucht ihm vorlege und sage, ich entscheide mich jetzt dafür, Musik zu machen, in einer Zeit, wo wahrscheinlich Musik machen das Unsicherste ist, was man vielleicht machen kann, unter Anführungszeichen. Aber ich vertraue ihm, zu sagen, ich möchte dir das geben. Dann ist das vor Gott, und wenn du dir das gut überlegt hast, dann wird er dich da auch durchführen. Und wenn er dir sagt, oh Eva, überleg dir das nochmal, dann werde ich es mir einfach nochmal überlegen. Aber ich glaube, unsere tiefen Sehnsüchte, dass es wirklich da ist, ist bei Gott am allersichersten. Und für mich ist es voll die Freude, hier sein zu dürfen, weil mir gibt das, was wir hier erleben, auch in diesen Tagen,
unglaublich viel Hoffnung, zu wissen, dass wenn wir alle unsere Sehnsüchte wirklich leben würden, vor Gott geben würden, dann könnten wir in dieser Zeit, in der wir leben, so viel verändern. Dann könnten wir wirklich, weil wir, und das merke ich einfach, weil ich jetzt diese letzten Monate diesen Schritt gegangen bin, einfach zu sagen, I'm in, ich gebe dir dieses Jahr, egal was kommt. Und ich glaube, auch hier zu sein, berührt mich, weil ich weiß, eigentlich sind wir nicht alleine, auch wenn wir denken, dass wir alleine sind. Im Gegenteil, wir sind immer in ihm verbunden. Und das ist etwas, was uns im Letzten einfach diese Hoffnung gibt, wenn wir vor ihm Entscheidungen treffen. Genau, danke Eva. Ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Schlusswort. Diese 11. Punkt haben wir noch reingebracht, weil wir dachten, das ist auf eine total andere Ebene. Nicht Gott ist, also diese Entscheidung vor Gott zu treffen, sollte die anderen 10 Punkte eigentlich durchdringen. Und von daher glaube ich, das ist eben das Allerwichtigste. Genau. Ich glaube, wir können es dabei belassen für heute, oder? Und weil wir alle ziemlich viel Hunger haben, vermutlich. Und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, dass ihr hierher gekommen seid. Vielen Dank nochmal an euch für die Einladung.